Willkommen hier bei Asphalt Art und ihr seht schon, diese drei Buchstaben versprechen amerikanisches Schwermetall. Dieses Mal gibt es den neuen 2021er Dodge Durango. 364 PS und 529 Newtonmeter Drehmoment aus einem dicken 5,7 Liter V8. Tja, und ob das ein heutzutage völlig unnötiger Dinosaurier ist oder vielleicht doch eine super Alternative für Familien mit drei oder mehr Kindern, das seht ihr in diesem Video. Als Durango RT-AWD. Das heißt, unter der Haube versteckt sich ein 5,7 Liter V8 Saugbenziner mit 364 PS und 529 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze geht an ein 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe, was mit diesem Riesenkoloss wirklich sehr schön buttrig umgeht. Ich mache mal die Klappe wieder zu und zack, Heavy Metal zeigt euch natürlich den Schlüssel vom Durango. Der sieht so aus beim 2021er Modell, hat sich also nichts verändert. Vorne sind einige Knöpfe, Endriegeln, Fährriegeln, Kofferraum öffnen, Fernstart und ein Panic-Button. Wenn ihr da drauf drückt, dann hupt und blinkt das Auto, wenn es mal irgendwie einen Notfall gibt. Und hinten auf dem Schlüssel steht Dodge. Jetzt will ich mal noch eine Sache klären, nämlich was es mit diesem Knopf hier auf sich hat. Das werde ich ganz, ganz oft gefragt, wenn ich amerikanische Autos fahre. Deshalb erkläre ich euch das jetzt einfach mal. Das ist die Fernstartfunktion. Wenn ich hier zweimal drauf drücke, passiert Folgendes. Doppelklick auf die Fernbedienung und dann springt das Auto an. Und genauso kann ich es auch wieder ausmachen. Wozu ist das gut? In Amerika ist die rechtliche Lage so, dass es relativ schwierig ist, sich eine echte, richtige Standheizung, wie wir das aus Europa kennen, zu konfigurieren. Einfach aus Sicherheitsgründen. Die haben wahrscheinlich Angst, dass die Karre abfackelt. Keine Ahnung. Deshalb wird das genutzt, um im Sommer, so wie heute, 30 Grad draußen, das Auto vorzuklimatisieren. Drücke ich einfach aus der Entfernung auf den Schlüssel, lasse die Kiste 10 Minuten laufen, dann ist der Innenraum kalt. Und im Winter, wenn es draußen kalt ist, mache ich das Gleiche. Mach dann aber die Heizung an und dann ist es warm, wenn ich einsteige. Das klingt vollkommen bescheuert, ist es auch, aber das entspricht tatsächlich der Wahrheit. Dieses Auto, der Dodge Durango Modelljahr 2021, das wurde uns mal wieder zur Verfügung gestellt von AEC Europe. Das ist der größte Importeur für Ram- und Dodge-Fahrzeuge in Europa und mit denen könnt ihr euch ziemlich kopfschmerzenbefreit so ein Auto hier auf die deutschen Straßen holen. Normalerweise ist der Import von so einem amerikanischen Fahrzeug, was es so nicht in Europa zu kaufen gibt, immer mit ziemlich viel Hassel verbunden. Da müssen irgendwelche Lichter umgebaut werden, da müssen Abgasanlagen umgebaut werden, da braucht es Zulassungen für die Abgaswerte und so weiter und so fort. Mit AEC bleibt euch das alles erspart. Ihr geht einfach zu eurem nächsten AEC-Händler, guckt auf aeceurope.com, da gibt es eine interaktive Karte, guckt, wo euer nächster Partnerhändler sitzt, dann lauft ihr da rein durch die Tür bei eurem Autohändler und sagt, ich möchte gerne einen Dodge Durango kaufen und dann setzt ihr euch mit dem hin, konfiguriert den und bestellt das Auto. Und ihr könnt bei AEC natürlich auch noch andere Autos kaufen, zum Beispiel einen Ram, dazu gibt es hier ein Video, ihr könnt auch einen Ram TRX bestellen, dazu gibt es hier auch ein Video, ihr könnt euch auch einen Charger bestellen oder einen Challenger und natürlich auch die entsprechenden Hellcat-Versionen von Charger und Challenger und auch die Hellcat-Version vom Dodge Durango, die es im Jahre 2021 als limitierte Edition gibt. Da hat er dann über 700 PS und einen 6,2 Liter V8 Kompressor. Die Farbe, die das Auto hat, was ihr heute im Video seht, nennt sich Inviolet. Und ja, man könnte auf den ersten Blick denken, das Auto ist schwarz, ist es aber nicht. Es ist so ein ganz tiefes, dunkles Violett. Gefällt mir sehr gut. Ich finde, das steht dem Auto. Hätte ich vorher gar nicht so gedacht. Violett auf so einem Dodge Durango. Und das Auto kostet, so wie es hier steht, Pi mal Daumen 62.500 Euro. Das liegt daran, Listenpreis sind wir hier bei 59,9 und irgendwas. Ich blende euch mal den genauen Preis ein. Hier ist aber noch zusätzlich eine Prinz-Gasanlage drin, die zusammen mit AEC Europe extra für dieses Auto entwickelt wurde, die nochmal ungefähr 2.500 Euro Aufpreis kostet, die ich euch aber an dieser Stelle wirklich allerwärmstens ans Herz legen würde, denn
der Durango braucht eigentlich immer, und da fahre ich ihn schon einigermaßen sparsam und achte drauf, 15 Liter. Damit müsst ihr immer rechnen, nach oben quasi offen. Jetzt gucken wir uns aber erstmal das Design hier an der Front an. Der Durango im Jahre 2021 kommt mit einer neuen Tagfahrlichtsignatur. Oben und unten habt ihr so eine Spange, das sind die Tagfahrlichter. Und wenn ihr blinkt, dann wird auch diese komplette Spange zum Blinker. Ich finde, das sieht sehr cool aus. Dahinter gibt es dann einen Voll-LED-Scheinwerfer, womit sowohl das Fernlicht als auch das Abblendlicht geregelt wird. Ich finde allerdings, ehrlich gesagt, dass das Abblendlicht nicht ganz so gut ist. Irgendwie ist die Ausleuchtung nicht so sehr gut. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich bekomme relativ häufig eine Lichthupe, wenn ich hier einfach nur mit Abblendlicht fahre, weil das offensichtlich den Gegenverkehr blendet. Hier unten habt ihr dann noch Nebelscheinwerfer und Lufteinlässe. Und übrigens, alles, was hier nach Lufteinlässen aussieht am Durango, das ist auch tatsächlich ein Lufteinlass, um da tatsächlich, wie es der Name schon sagt, Überraschung, die Luft durchzulassen. Ja, ansonsten gucken wir mal weiter in die Mitte. Ihr habt hier natürlich wirklich eine monströs riesige Front. Hier unten der Radaremitter, denn der Durango hat im Jahre 2021 natürlich auch Assistenzsysteme, wie zum Beispiel einen Abstandsregeltempomat. Hier oben und hier unten der Grill, der ist in so einem matten Schwarz gehalten. Das ist alles Kunststoff. Ich finde, die Front sieht eigentlich ganz gut aus. Rechts gibt es dann nochmal den Dodge Badge mit diesen zwei Streifchen. Ist ja hier immerhin ein RT. Wir haben außerdem natürlich Park Distance Control vorne. Wir haben jetzt hier keine Kamera nach vorne, die haben wir dafür nach hinten. Und wenn man dann noch mal eine Etage nach oben geht, dann gibt es hier die fette Motorhaube, die ich eben noch in der Hand hatte, und eine Lufthutze. Und diese Lufthutze hier, die ist tatsächlich funktional. Die geht tatsächlich rein. Da saugt der Motor aber keine Luft für die Verbrennung an, sondern hier drückt der Fahrtwind rein, um hier diesen Motorraum zu kühlen und dann hier links und rechts wieder die warme Luft rauszudrücken. Und wenn ihr so an der Ampel steht, mit einer Hand so am Lenkrad, die Country-Playlist ganz laut anhabt, dann seht ihr es hier oben auch so richtig schön rausflimmern, während der Smart vor euch ehrerfürchtig zittert. Der Durango ist in seiner ganzen Größe 5,10 Meter lang. Er ist 1,93 Meter breit, aber Achtung, ohne Außenspiegel. Und er ist 1,78 Meter hoch. Das Ganze wird dann noch abgerundet von einem Radstand von 3,04 Meter. Und damit bewegt er sich in Dimensionen, wo sich normalerweise nur Luxusfahrzeuge wie zum Beispiel eine lange S-Klasse oder ein langer 8 oder ein langer 7er oder sowas bewegen. Radstand über 3 Meter verspricht sehr, sehr viel Platz im Innenraum. Die hinteren Fahrgäste im Durango, die haben hier typisch Ami schön Platz. Ihr habt es ja von außen gesehen, das Auto ist riesig. Der Fahrersitz ist auf meine Fahrposition eingestellt. Ich bin 1,84 groß und der Fahrersitz ist auch wirklich auf einer richtig relaxten Position. Also ich liege hier so halb drin, wie sich das für einen Amerikaner gehört. Trotzdem ist noch Platz von meinen Knien bis zum Sitz. Ich kriege auch meine Füße hier wirklich ganz easy unter den Fahrersitz, obwohl er auf der niedrigsten Stellung steht. Und was ihr jetzt auch seht, ich bin in so einer leichten Liegeposition hier hinten. Das ist sehr angenehm auf längeren Strecken, gerade wenn man so ein bisschen die Augen zumachen möchte. Aber ich kann die Rücksitzbank hier hinten auch nochmal verstellen in der Lehnenneigung. So sitze ich jetzt etwas aufrechter und selbst in der aufrechteren Position habe ich hier wirklich exorbitant viel Kopffreiheit. Ich habe hier so ein bisschen wie im Reisebus oder im Flugzeug nochmal die Möglichkeit, mir hier die Lüftungsintensität und die Lüftungsrichtung einzustellen. Es ist leider keine dritte Klimazone, das finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Ich habe hier an der Decke auch nochmal so Luftausströmer und ich kann mir dann hier unten auch nochmal einstellen, in welche Richtung es so hinpusten soll. Hinter dem Beifahrersitz und hinter dem Fahrersitz habe ich Sitzheizung, zweimal USB, eine Steckdose. Das ist allerdings hier eine amerikanische Steckdose. Da bräuchtet ihr dann also einen Adapter. Es gibt in der Mitte natürlich auch nochmal eine Mittelarmlehne mit zwei Becherhaltern. Ich habe hier vor mir Netze, um was zu verstauen. Ich habe eine Türtasche, wo so eine 1-Liter Flasche reingeht. 1,5 wird dann nichts. Und ich habe natürlich auch elektrische Fensterheber. Hier mache ich die einmal runter, die lassen sich nicht komplett versenken, aber trotzdem habe ich hier natürlich eine gigantomanische Fensteröffnung, einfach weil das Auto so groß ist. Hier gibt es dann noch ein paar Kleiderhaken und ich habe hinter dem Beifahrersitz und hinter dem Fahrersitz Isofix. In der Mitte gibt es keinen Isofix, aber ich kann diesen mittleren Sitzplatz durchaus auch mal für eine längere Strecke für einen Fahrer benutzen, denn obwohl wir ein allradgetriebenes Fahrzeug haben, ist hier kaum ein Kardantunnel vorhanden. Hier unten ist also relativ viel Platz für die Beine. Das heißt, hier kann ich es auch mal länger als nur für so eine ganz kurze Strecke aushalten. Das finde ich sehr, sehr clever. Denn es kann ja auch mal sein, dass einem die 7 Sitzplätze, die der Durango bietet, nicht ausreichen. Für den Einstieg nach ganz hinten klappe ich hier einfach die Rücksitzbank um und dann machen wir hier noch die Tür zu, damit es gemütlicher ist. Zack, kletter ich hier nach hinten. Rücksitzbank wieder nach vorne. Zack und
Rums. So, und jetzt sitze ich hinten und jetzt, Überraschung, Überraschung, ich gehe mal hier rüber, dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Ich habe sogar noch Kniefreiheit, aber ich rutsche natürlich wieder hinter den Fahrersitz, weil Alex hat sonst einfach nicht genug Platz. Ich wollte euch nur zeigen hier, ich stoße nicht an und das finde ich bei meiner Körpergröße, bei 1,84, ehrlich gesagt schon sehr positiv überraschend. Ich habe sogar noch Kopffreiheit. Also selbst wenn ich mich ganz aufrecht hinsetze, ich stoße nicht an mit der Frisur. Es ist gerade so noch so eine Handbreit Platz zwischen meinem Kopf und dem Dachhimmel. Hier hinten gibt es dann auch nochmal links und rechts einen Becherhalter. Ist ja klar, muss ja auch irgendwo der Fastfood-Becher reinpassen. Wir sitzen immerhin in einem amerikanischen Auto. Auch hier hinten zwei vollwertige Dreipunktgurte. Hier hinten gibt es dann kein Isofix. Das wäre sehr cool, wenn es das auch noch gäbe. Ja, und ansonsten sitze ich hier auch ein Stück höher als die anderen Mitinsassen. Das heißt, selbst wenn diese Kopfstützen hier aufgeklappt sind, habe ich nicht das Problem, komm her, dass ich nichts mehr sehe, sondern ich gucke hier so ein bisschen drüber und habe dann hier sogar noch mal so ein paar, ja, Strafluftausströmer für die Leute, die hier hinten mitfahren müssen. Ansonsten gibt es keine Klimatisierung hier hinten. Ich kann mir dann nur über diese Löcher hier im Dach einstellen, wie ich es gerne haben möchte und bin davon abhängig, welche Temperatur der Fahrer dort vorne einstellt. Wir haben hier richtig schöne, fette, schwarze Alufelgen drauf. Drauf montiert sind ringsrum 265, 50, 20. 20 Zoll, das ist auch die größte Größe, die ihr euch bestellen könnt für den Durango. Dahinter dann ja eine relativ normale Bremsanlage. Ich muss sagen, im Alltag hat die bis jetzt bei mir immer gute Dienste geleistet. Ich hatte nie das Gefühl, dass die irgendwie zu schwach ist. Ganz im Allgemeinen fährt sich der Durango viel besser, als man das vielleicht denken würde. Dazu mehr im Fahreindruck. Hier hinter dann schön in schwarz so ein Hemi-Schriftzug. Und ich muss sagen, hier auf diesem Inviolett sieht das echt geil aus. Dadurch, dass der hier so matt schwarz ist, sondern auf diesem dunklen Violett. Dann richtig fette Paddel, Außenspiegel, auch in Wagenfarbe, sind in unserem Fall nicht elektrisch anklappbar. Das finde ich schon ehrlich gesagt sehr schwach. Das sollte bei so einem Auto echt zur Serienausstattung gehören. Denn immer wenn ihr damit irgendwie in eine Waschanlage fahrt oder es mal ein bisschen eng wird und in der Tiefgarage einfahrt, könnt ihr die nicht vom Fahrersitz aus anklappen. Und das Auto ist so breit, dass ihr vom Fahrersitz auch absolut keine Chance habt, an den rechten Spiegel ranzukommen. Müsst ihr also immer aussteigen oder jemanden um Hilfe bitten. Ansonsten haben wir hier vorne Keyless Entry und Keyless Close. Was ich ehrlich gesagt schade finde, ist, dass ich das nicht hier hinten bekomme. Denn gerade bei so einem Auto, was echt prädestiniert ist für Familien, stelle ich mir doch vor, ich habe keine Ahnung, hier ein Kind und hier Einkäufe. Und dann will ich am liebsten so mit einem kleinen Finger hier hinten reingreifen, damit die Tür sich entriegelt. Das geht aber nicht. Ich muss das immer erst vorne machen oder auf die Fernbedienung drücken. Wir haben hinten natürlich dunkel getönte Scheiben. So gehört sich das auch einfach für so einen fetten Amerikaner. Sowohl dieses Fenster als auch hier hinten das, ja, bei normalen Autos ist das ein kleines Dreiecksfenster. Beim Durango ist das halt so groß wie die Seitenscheibe bei einem Golf. Ist alles dunkel getönt. Hinten dann nochmal schön die 20 Zöller drauf mit Pirellis. Und wir haben hier auch noch eine Dachreling. Und diese Dachreling, die kann einen relativ schlauen Kniff, sag ich mal. Man kann nämlich diese oberen Teile abschrauben und dann quer übers Dach legen, so dass man nicht extra irgendwelche Streben in der Garage aufbewahren muss, die man dann montiert, um eine Dachbox festzumachen, sondern die hat man einfach immer dabei und kann sich dann irgendwas aufs Dach schnallen, wenn denn der riesige Kofferraum, der hier jetzt noch am Heck wartet, nicht ausreichen sollte. Dieser Kofferraum bietet ein Ladevolumen von 487 bis 1350 Liter. Das, was ihr jetzt seht, das sind die 1350 Liter. Man kann ja noch eine dritte Sitzreihe aufstellen, dann hat man einen Siebensitzer und dann sind es 487 Liter. Ich kann natürlich auch noch die zweite Sitzreihe umklappen und das auch nahezu ebenerdig mit dem ganzen restlichen Kofferraumboden. Wie viel Kofferraumvolumen dann zum Vorschein kommt, habe ich tatsächlich nirgendwo gefunden. Vielleicht weiß das jemand von euch. Ich sag mal so, ne? Dann ist es so viel, dass die Zahl egal ist, weil es reicht immer. So ist das halt. Ja, so sind es 1350 Liter und ich muss euch nicht erzählen, dass ich mit dieser riesen Ladeluke in den ganzen zwei Wochen nie auch nur ein Problem hatte, irgendwas mitzubekommen. Wir waren hiermit auch bei einer Fahrveranstaltung. Da hatten Alex und ich richtig ordentlich Reisegepäck dabei und Kameraequipment und alles. Und das hat hier alles easy reingepasst. Da hätte ruhig noch ein Kameramann mitfahren können und das hätte auch noch gereicht.
Diese Rücksitzbank, die kann ich leider nicht von hier hinten elektrisch umlegen. Ich habe hier nur so zwei Schlaufen, da kann ich dran ziehen und dann kommt die dritte Rücksitzbank hoch, beziehungsweise dann habe ich nochmal einen Hebel, dann klappt die einfach wieder um. Elektrisch geht das aber leider nicht. Was ich sehr angenehm finde, ist, dass ich hier die Hutablage, wenn ich die dritte Rücksitzbank nicht brauche, tatsächlich auch hier ganz hinten einhaken kann, so dass die sich über die gesamte Länge des Kofferraums, also auch bei 1350 Liter Ladevolumen, drüber hinweg spannt. Ich mache ihm die Klappe mal wieder zu und hier jetzt eine Besonderheit, denn der Knopf für die Kofferraumklappe ist hier an der Seite und jetzt achtet mal drauf, vielleicht fällt es euch ja auf, ohne dass ich was sage. Extra nicht geschnitten, extra nichts gesagt. Oh, das ist so quälend langsam, ganz ehrlich. Ich meine, das ist ja schon langsam beim Aufmachen. Aber mich stört das ehrlich gesagt noch mehr beim Schließen der Heckklappe. Das dauert einfach. Aber gut. Was ihr jetzt hier hinten am Heck seht, das ist das durchgezogene Leuchtenband. Finde ich, steht dem Auto sehr gut. Das macht dieses ganze Heck noch mal massiver und noch mal breiter, als es eigentlich schon ist. Mittig so ein fetter Dodge-Schriftzug. Hier unter dem Dodge-Emblem ist dann die Rückfahrkamera. Die hat leider keine Waschdüse und ist auch nicht versteckt. Das heißt, wenn das Wetter schlecht ist, dann setzt die sich zu. Mal abgesehen davon, dass das Bild der Rückfahrkamera halt auch echt pixelig ist. Aber okay, es reicht aus, um im letzten Moment zu erkennen, ob da ein Hindernis ist oder nicht. Und bei dem Auto ist so eine Rückfahrkamera auch wirklich angenehm. Links steht nochmal Durango, dann eine 4. Das steht für AWD, also All-Wheel Drive, Allradantrieb. Auf der anderen Seite steht dann RT, das steht für Road and Track, denn das ist hier ein Durango RT, also der kleine 5,7 Liter V8. Dann gibt es hier hinten natürlich auch nochmal Park Distance Control und ich kann hier eine Anhängekupplung für den Durango bekommen. Und hier glänzt er jetzt so richtig, denn ich kann mit diesem fetten Dickschiff 2400 und paar zerquetschte Kilo, also Entschuldigung, 3000, über 3000 Kilo Nutzlast ziehen. Da dann aber nur bitte Vorsicht, wenn ihr einen Führerschein der Klasse B habt, dürft ihr ja nur 3,5 Tonnen fahren und das ganze Gespann darf dann nicht schwerer als 3,5 Tonnen sein. Das heißt, hier braucht ihr dann schon einen größeren Führerschein, wenn ihr hier einen ordentlichen Anhänger dranhängen wollt. Aber wenn ihr das habt, dann geht das und dann kannst du halt mit so einem Durango auch ohne Probleme mal ein fettes Boot ziehen oder sowas. Und dadurch, dass wir hier eben auch den All-Wheel-Drive haben, kann man dann auch so schwere Anhänger problemlos mal irgendwo aus dem Wasser ziehen, wenn ich jetzt ein Boot aus dem See hole zum Beispiel. Das ist sehr, sehr praktisch. Ja, ansonsten links und rechts zwei fette Abgasendrohre und die machen eigentlich ja mehr Schein als Sein, denn wir haben hier zwar einen fetten 5,7 Liter V8 drin, aber so ein richtig kräftiger Sound, der kommt irgendwie nicht raus. Und das wäre für mich auf jeden Fall noch eine Investition, wenn ich mir so ein Durango zulegen würde. Ich würde gucken, dass ich hier eine ordentliche Sportabgasanlage bekomme. Denn so klingt es halt nicht nach viel. Wir hören mal rein. Verhalten. Aber okay, möchte ich mich nicht drüber beschweren. Das ist hier immerhin auch ein absoluter Pampers-Bomber, so ein richtiges Familienauto. Der muss halt auch nicht so aggressiv grummeln, aber wäre das mein Auto, ich habe es ja schon gesagt, hier würde auf jeden Fall eine andere Abgasanlage Einzug halten. Ich stelle den Hebel vom 8-Gang-Wandlerautomaten mal auf Drive und dann rollern wir ganz gemütlich los mit unserem Durango. Ja, mal so als allererstes hier zum allgemeinen Eindruck in dem Auto, Qualitätsempfinden und so. Ich weiß, ich wiederhole mich in meinen Videos zu den amerikanischen Autos, aber mir ist das wichtig, das nochmal zu betonen. Amerikanischen Autos, denen eilt in der Regel ein nicht ganz so guter Ruf voraus, was so das Thema Verarbeitung und Materialqualität, Materialauswahl und so angeht. Jetzt muss ich euch hier im Durango aber wirklich sagen, ich fühle mich hier drin sehr wohl. Das ist natürlich alles Kunststoff hier, ja klar, aber mein Gott, was soll es sonst für ein Material sein? Wird niemand einen Innenraum aus Holz oder Gold machen? Es fasst sich alles okay an. Es ist nichts irgendwo dabei, wo ich jetzt sage, oh, das fühlt sich aber so richtig billig an oder sowas. Ja, wenn ich mir hier oben das Dashboard anfasse, das ist zwar nicht dick unterschäumt, aber es ist unterschäumt. Das ist nicht einfach nur Hartplastik. Der Mitteltunnel, selbst das ist hier nochmal mit so einer Schicht Leder, beziehungsweise es wird wohl eher Kunstleder sein, mit so einer Schicht Kunstleder überzogen. Dodge gibt sich hier wirklich Mühe, diesen Innenraum doch lebenswert, sage ich mal, zu gestalten.
Was auch ganz stark auffällt und was diesem Auto unglaublich gut tut für die Modernität hier im Facelift, das ist einerseits das neue teildigitale Cockpit. Ich habe links eine analoge Drehzahlanzeige, rechts zwei Anzeigen für die Kühlwassertemperatur und meinen Tankfüllstand und in der Mitte dann ein großes digitales Cockpit, so ein großes Anzeigefeld. Und da sehe ich dann halt alle relevanten Informationen drin, ne? Geschwindigkeit, Verbräuche, meine Medien, die ich gerade wiedergebe. Ich sehe auch, was in welcher Fahrstufe ich mich befinde und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, das ist auch gut gemacht. Das ist alles übersichtlich. Ich finde mich ganz schnell in diesem System zurecht. Es wirkt überhaupt nicht überladen. Ganz im Gegenteil, es wirkt eigentlich ziemlich durchdacht. Alles gut, hier ist alles da, was ich brauche. Was der Durango leider nicht bietet, und das finde ich echt schade, weil es das eben zum Beispiel im Ram gibt, das ist ein Head-Up-Display. Das wäre echt cool und das ist eigentlich ein Ausstattungsfeature, das gehört in meinem Gefühl jedenfalls inzwischen schon lange in der Regel zur Standardausstattung bei amerikanischen Autos. Das wäre hier echt noch eine sehr, sehr coole Sache. Ja, und jetzt, ihr seht es ja gerade, wir befinden uns auf einer Autobahnauffahrt und wenn wir hier schon gerade so schön durch die Kurve fahren, wir fahren übrigens knapp 60 km/h, gleich mal was zu den Sitzen und dem absolut nicht vorhandenen Seitenhalt. Seitenhalt gibt es hier drin einfach nicht. Dennoch sind die Sitze sehr, sehr bequem, aber ja, ich rutsche hier halt wirklich richtig hin und her in der Kurve. Das finde ich aber nicht ganz so schlimm, denn der Durango ist jetzt eh kein Auto, mit dem ich hier zügig durch die Kurve agil hindurchschwänzeln will. Ich meine, es wiegt über 2,4 Tonnen, das Auto, ne? Ist riesengroß, hochbeinig, ein SUV, große Reifenflanke, das ist alles am Arbeiten. Man merkt, das ist nicht so besonders präzise, aber das ist bei weitem nicht so schiffig und schwammig, wie das bis vor ein paar Jahren noch bei solchen Autos war. Überhaupt nicht. Der Durango fährt sich so vom Fahrgefühl, vom Fahrwerk her, von der Direktheit, ich würde sagen, vergleichbar mit einem großen asiatischen SUV, zum Beispiel einem Kia Sorento. Also der ist auch nicht straffer und auch nicht präziser. Wir sind jetzt auf der Autobahn angekommen und ich würde jetzt ganz gerne mal mit euch zusammen hier die über 360 PS des V8 abrufen, denn obwohl der Durango so groß ist, ist er kein langsames Auto. Wir fahren jetzt 95 und ich gebe einfach Kickdown. Habt ihr auch gemerkt, wie schnell diese 8-Gang-Automatik runterschaltet? 140. Also ich trete drauf, das geht schneller als bei manchen modernen Doppelkupplungsgetriebe. 160. Und bam, sofort schaltet das Getriebe runter, findet sofort den korrekten Gang. 180. 190. Und bei 190, da ist der Durango hier in Europa abgeriegelt. Und jetzt merkt ihr schon, die Windgeräusche, die nehmen schon ziemlich merklich zu. Aber ich finde, dafür, dass wir so eine Schrankwand hier durch die Gegend fahren, sind die noch total vertretbar. Wir fahren jetzt immer noch 160. Ich werde noch ein wenig langsamer fahren. So meine Lieblingsreisegeschwindigkeit mit dem Durango ansteuern, das sind 140 km/h. Die haben wir jetzt erreicht. Und da muss ich ehrlich sagen, ist es vom Geräuschniveau hier drinnen absolut in Ordnung. Kommen wir nochmal zurück zur Verarbeitung und zur Qualität hier im Innenraum. Da waren wir nämlich stehen geblieben, kurz bevor wir auf die Autobahn auffahren. Neben diesem moderner gewordenen Tacho und diesem ganzen Cockpit hier vorne trägt noch ein weiteres Feature hier zum Gefühl der Hochwertigkeit im neuen Durango bei. Und zwar dieser riesengroße Touchscreen hier in der Mitte. Mit diesem Multimedia-System funktioniert hier im Durango sowohl Android Auto als auch Apple CarPlay over the air, also ohne Kabel. Das finde ich wirklich sehr komfortabel. Und was man auch mal sagen muss, das System ist jetzt vielleicht nicht so ausgefuchst wie bei manchen anderen europäischen Herstellern. Ich habe nicht so ultra krass viele Pages und Systemtiefe, aber dadurch ist das System auch wirklich unglaublich schnell und flink. Und dieser Touchscreen reagiert so schnell. Ich habe hier so eine Seite, da zeige ich das immer ganz gerne mit Apps. Und wenn ich hier so durchwische, dann fühlt sich das an, als hätte man hier einfach ein aktuelles Tablet irgendwie eingebaut. Das ist echt gut und das finde ich doch irgendwie sehr lustig, dass ich mich da bei manchen anderen Herstellern, gerade bei Premium-Herstellern, immer wieder in meinen Videos darüber beschwere, dass diese Systeme irgendwie nicht richtig flüssig laufen. Und da muss erst so ein Dodge Durango kommen und bei dem läuft das dann alles völlig ohne Probleme. Ja, auf diesem
großen Touchscreen in der Mitte kann ich sämtliche Einstellungen auf dem Fahrzeug vornehmen. Navigation natürlich, kann meine Medien steuern und so weiter, eben zum Beispiel übers Telefon. Und das ist auch das, was ich eigentlich immer nutze, auch für die Navigation. Apple CarPlay sieht gut aus hier auf diesem riesengroßen Screen, funktioniert alles toll. Darüber kann ich auch meine ganze Klimaanlage und meine Komfortfeatures wie Sitzheizung und Sitzlüftung steuern. Das kann ich aber nicht nur über diesen Touchscreen steuern, sondern ich habe unter diesem großen Screen, und das finde ich wirklich sehr angenehm, nochmal so ein richtig, so eine dedizierte Klimaeinheit, wo alles mit einzelnen Knöpfen drauf ist, was ich so am häufigsten brauche, wie eben zum Beispiel meine Sitzheizung oder meine Sitzbelüftung. Ja? Da muss ich nicht ins System und mir die Sitze raussuchen oder sowas, weil ich gerade eigentlich in meinen Medien bin und einen anderen Screen sehe, sondern ein Knopfdruck, bam, und die Sitzbelüftung ist an und genauso auch Temperaturregelung, Lüfterregelung, alles, was man halt für Funktionen hat in der Klimabedienung. Und ich kann diesen Screen hier unten auf dem Klimabedienteil auch mit einem Knopfdruck pop, ausschalten. Finde ich übrigens auch echt angenehm, wenn man nämlich durch die Nacht fährt und man es hier drin möglichst dunkel haben möchte, sodass es die Augen nicht stört, kann man diesen Screen einfach komplett abschalten. Ist ein schönes Feature. Eine Sache, die ich dann hier im Durango so ein kleines bisschen schade finde, das ist halt ja, einfach dem Konzern geschuldet. Dodge gehört zu FCA, also zum Fiat Chrysler Automotive Konzern, also Fiat Chrysler Automotive, und das sieht man eben zum Beispiel auch am Lenkrad. Ich habe hier im Durango ein Multifunktionslenkrad in der Hand. Links mache ich alles, was den Bordcomputer betrifft, und rechts mache ich alles, was den Tempomat betrifft, und dahinter habe ich noch zwei Schaltwippen, und das funktioniert alles, alles gut, alles ist da, wo es sein soll. Ich erreiche jede Taste wirklich gut, aber dieses gleiche Lenkrad sieht man halt auch in wirklich vielen anderen Modellen aus dem FCA-Konzern, irgendwie bei Fiat oder sowas, ja. Da lachen einen dann die gleichen Knöpfe an. Das finde ich halt einfach so ein kleines bisschen schade. Tut der Funktion aber keinen Abbruch. Und apropos Bedienung Tempomat hier am Lenkrad. In unserem Durango ist ein Abstandsregeltempomat ausgestattet. Den kann ich hier einstellen im Abstand und natürlich auch in der Geschwindigkeit. Und es gibt natürlich auch einen Spurhalteassistenten und einen Totwinkelassistent. Das ist auch sehr, sehr gut hier in dem Auto, denn der Durango, der ist halt einfach so hoch, dass obwohl die Übersicht hier drin eigentlich gut ist, weil das Auto so kastig ist, kann ich das sehr gut abschätzen, wo es aufhört, und beim Ein- und Auspacken ist es auch kein Problem. Aber durch die schiere Höhe und auch die Höhe dieser Fensterkante hier kann es sehr schnell passieren, dass ich da hinten einfach mal irgendwas übersehe, zum Beispiel ein Kind oder ein Kinderwagen oder ein kleines Auto, irgendwie so ein Mazda MX-5, wenn so ein Auto sehr flach ist, dann laufe ich Gefahr, dass ich das nicht sehe, und das ist gut, dass ich hier einen Totwinkelassistent mit an Bord habe. Ja, und apropos Übersichtlichkeit und so, wir kommen jetzt gerade wieder so ein bisschen in so einen urbaneren Raum. Wie schlägt sich denn der Durango, wenn man damit so durch den Alltag fährt? Ich kann euch sagen, ich wohne in einem sehr alten Stadtviertel. Alles ist eng, alles ist zugeparkt. Man merkt, die Straßen, als die vor keine Ahnung wie viel 100 Jahren angelegt wurden, waren nicht dafür ausgelegt, dass man dort mit einem Durango langfährt. Und dennoch komme ich gut klar. Denn das, was ich gerade gesagt habe, merkt man halt wirklich im Alltag. Das Auto ist nach vorne gut einschätzbar. Ich sehe, wo die Motorhaube aufhört. Und wenn ich nach hinten gucke, dann ist das Auto halt einfach senkrecht an der Stelle zu Ende, wo meine Heckscheibe ist. Und auch über die großen Spiegel kann ich das Auto gut abschätzen und hatte bisher noch nie Probleme, irgendwo um irgendeine Ecke zu kommen oder in irgendeine Tiefgarage zu fahren oder das Auto in irgendeinen Parkplatz hinein zu manövrieren. Das geht alles ohne Probleme, auch wenn man das nicht denken würde, wenn man dieses Riesenauto von außen sieht. Es gibt noch einen Punkt, der hat mich hier im Durango ausgesprochen positiv überrascht, und zwar die Musikanlage, die hier drin ist. Wir haben hier eine Anlage von Harman Kardon drin, und die macht wirklich einen sehr guten Job. Die ist richtig kraftvoll, sie hat richtig viel Bass. Ich meine, klar, sie ist jetzt nicht so total ausdifferenziert. Man hat nicht wie in irgendwelchen super High-End-Anlagen irgendwie Bang & Olufsen bei Audi oder Burmeister bei Mercedes so diese Bühne, die sich so vor einem auftut. Aber trotzdem ist der Klang echt gut und es bockt tierisch, hier schön Mucke zu hören, die so richtig drückt, einfach weil die Anlage so viel Power hat. Finde ich cool, aber ich sag mal, das gehört bei einem amerikanischen Auto ja auch irgendwie zum guten Ton. Ne? Was muss da immer drin sein? Bums in der Anlage, Leder auf den Sitzen und elektrisch verstellbare Sitze. Das ist immer wichtig bei amerikanischen Autos und das können die alle ganz gut. Aber der Durango tut sich da für mich wirklich besonders hervor mit seiner Anlage. Ja, bleibt zum Schluss noch das Thema
Verbrauch. Es soll ja hier in dem Video auch so ein bisschen drum gehen, wie alltagstauglich ist so ein Auto tatsächlich oder ist das halt wirklich einfach kompletter Blödsinn, sich so ein Auto zu kaufen. Und ich fahre das Auto jetzt seit, lasst mich kurz gucken, 2509 Kilometern und das zu 99% mit Gas. Ich habe jetzt auf diesen 2500 Kilometern einen Durchschnittsverbrauch von 17,0 Litern draufstehen und das Auto wurde dabei absolut nicht geschont. Da war alles dabei, statt ja, zurückhaltender Autobahnfahrt mit 130, 140, aber auch wirklich zügiger Autobahnfahrt, um Termine zu schaffen zum Beispiel, wo ich wirklich Tempomat 160 durchgehämmert bin, stehen halt jetzt 17 Liter drauf. Und ja, 17 Liter, keine Frage, das ist echt viel, aber ich habe damit viel mehr gerechnet und mir haben vorher Leute gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du kriegst einen Durango als Testwagen, oh, stell dich drauf ein, also unter 25, 30 Liter ist das Auto überhaupt nicht fahrbar. Das stimmt nicht, das ist einfach nicht der Fall. 17 Liter jetzt auf 2500 Kilometer finde ich in Ordnung und dadurch, dass wir hier eben auch eine Gasanlage drin haben und ich das fast alles mit Gas fahre, könnt ihr das bei dem aktuellen Gaspreis von 69 Cent diesen Wert hier ungefähr halbieren, diese 17 Liter. Und wenn ihr das dann gegenrechnet, habt ihr preislich ungefähr so ein Kostenniveau von einem großen Diesel, der euren Verbrauchswert zur Hälfte verbraucht, wenn das logisch ist. Ne? Also angenommen, da stehen jetzt irgendwie ja, 14 Liter drauf, dann kostet euch das so viel, als würdet ihr mit einem Diesel 7 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Grob, zum Überschlagen. Und da relativiert sich das schon wieder. Also preislich ist es auf jeden Fall okay. Was einem aber bewusst sein muss, neben diesem Verbrauch, der so gar nicht mal so schlecht ist mit der Gasanlage. Wenn man mit so einem Durango in Deutschland durch die Stadt fährt, zumindest ist das bei mir der Fall, wird man gelegentlich schon so ein bisschen schief angeguckt. Weil er ist halt einfach wirklich groß. Er ist größer als so ein Mercedes GLS zum Beispiel. Und wenn man sich damit so irgendwo durch so ein Altstadtviertel durchwalzt, dann bekomme ich schon relativ regelmäßig nicht so ja, angetane Blicke ab, sag ich mal. Damit muss man leben können. Wenn man das aber kann, dann finde ich, ist der Durango echt ein cooler Alltagsbegleiter. Mit dem neuen Dodge Durango bekomme ich schon echt viel Auto für einen für mich sehr angemessenen Preis. Ich meine, überlegt euch das mal. Knapp über 60.000 Euro für ein Auto mit 7 Sitzplätzen, einem riesigen Kofferraum, einem fetten 5,7 Liter V8. Ja. Und dieser Optik, das finde ich schon echt ziemlich stark. Ich habe am Anfang des Videos die Frage gestellt, ist das hier ein unnötiger Dinosaurier, den echt niemand mehr braucht heutzutage? Oder könnte das vielleicht wirklich eine Alternative für Familien mit ja, viel Platzbedarf sein? Und nach den 2 Wochen mit dem Auto muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, der Durango ist echt ein Geheimtipp für alle, die viel Platz brauchen und nicht so viel Geld ausgeben wollen. Ich fühle mich in dem Auto unglaublich gut aufgehoben. Qualitativ haben die amerikanischen Hersteller inzwischen einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Ich würde sagen, der Innenraum ist qualitativ vergleichbar mit ja, zum Beispiel einem Kia und das ist absolut positiv gemeint. Es klappert nichts, es nervt mich nichts, es fährt sich gut und wenn ihr ihn so wie hier mit Gasanlage kauft, dann habt ihr effektiv Kosten, als würdet ihr einen großen Diesel fahren. 14 bis 15 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer entsprechen bei einem aktuellen Autogaspreis von 69 Cent ungefähr den gleichen Kosten, wie wenn ich mit einem Diesel hier zwischen 7 und 8 Liter auf 100 Kilometer verbrauche. Allerdings, und jetzt kommt der Haken, muss man das Ganze natürlich nicht nur von der finanziellen Seite sehen, sondern auch von der umwelttechnischen Seite. Und ja, wenn man sich das Auto gekauft hat, dann fährt man ungefähr zum Dieselkurs. Man darf aber nicht unter den Tisch fallen lassen, dass man trotzdem 15 Liter Kraftstoff hier durchlässt, also entsprechend auch Schadstoff ausstößt. Wenn ihr jetzt sagt, gut, ich fahre vielleicht eh nicht ganz so viel und belaste damit die Umwelt nicht ganz so schlimm und ich habe zu Hause einen festen Parkplatz, wo ich mit diesem 5,10 Meter langen Schiff immer auf jeden Fall irgendwie Platz habe, um das Ding abzustellen, dann denke ich, ist der neue Dodge Durango genau das richtige Auto für euch. Viel Platz, Qualität, schönes Reisen, guter Verbrauch, mir hat es Spaß gemacht. Wenn euch das Ganze auch Spaß gemacht hat, dann abonniert super gerne diesen YouTube-Kanal, denn dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Sagt mir echt gerne eure Meinung zu diesem Auto oder zu dieser Art von Auto in den Kommentaren. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, bis dahin, ciao!